Heute machen wir zusammen eine Quiche Lorraine mit Dinkel-Vollkornteig. Dazu braucht ihr 200 Gramm Dinkel-Vollkornmehl, 170 Gramm kaltes Wasser, 4 Eier, 200 Gramm Schinken, 200 Milliliter Schlagsahne, 1 bis 2 Zwiebeln, eine Stange Lauch, 200 Gramm Käse und nach Belieben noch etwas Milch. Als erstes wiegen wir das Vollkornmehl ab und nehmen die 200 Gramm und mischen das dann mit dem kalten Wasser. Ich knete das zu einem schönen Teig und lasse den dann auch noch eine Weile gehen. Dann fette ich zuerst mal die Form ein, damit ich die nachher auch wieder rauskriege. Und schnibbel als nächstes alle Zutaten klein. Jetzt füge ich Milch, Schlagsahne und Eier zusammen. Als erstes etwas Milch, dann die Schlagsahne und am Ende die Eier. Jetzt nehme ich alle Zutaten und vermische die miteinander. Mische auch noch die 200 Gramm Käse mit dazu. Und verrühre das alles miteinander. Den Teig mache ich in die Form und backe den dann auch erstmal vor ca. 20 Minuten bei 160 Grad. Nach den 20 Minuten kann ich jetzt endlich den Rest meiner Zutaten auf den Teig verteilen und backe dann diese wiederum ungefähr 35 Minuten nochmal im Backofen. Dann ist die Quiche endlich fertig und ich habe auch schon riesen Hunger. Und wenn euch das Rezept auch schmeckt, dann könnt ihr ja gerne einen Kommentar hinterlassen. Bis bald, ciao!